Weil dann schneide ich zurecht. Cool. Hi, hi und willkommen. Das Ganze wieder live, weil künftig, also weil Twitch und nee, wie heißt das, ach meine Güte, dieses Programm zum Aufnehmen Fraps ja rumspackt. Also das Ganze live, es schaut gerade genau eine Person zu, was aber auch nichts macht, weil das ja eigentlich auch für YouTube gedacht ist. Wir haben hier die zweite Welt. Und ich werde hier direkt mal ins erste Level reinspringen. Mal gucken, wie es weitergeht. Letztes Mal war ich ja hochgradig begeistert. Und, das kriegen wir ganz knapp. Ach, die Grafik. Ich sag euch, die Grafik. Hier, schön Walljump. Gut, Barbara, was geht ab? Ach, das ist der Kram hier mit dem... Okay. Komme ich da noch hoch? So? Okay. Sehr schön. Sehr schön. Ah, gedrückt halten. Ach ja. War hier unten irgendwas? Keine Überraschungen. War da gerade ein Frosch? Jetzt komm schon. Ne, ein Fisch. Okay. Kein schöner Fisch, aber es ist ein Fisch. Hier rein. Da ist irgendwas. Den kriegen wir. Komm her. Du großnasiger, merkwürdiger Typ. Und jetzt hier noch diese beiden Looms, oder wie sie heißen. Hier haben wir auch noch was. Was haben wir da? Das Ding hauen wir. Die Dinger hauen wir auch. Das kriegt eins drauf und hier oben fliegen wir. Ich glaube, ich muss anfangen mit den Lilanen. Das bringt mehr Punkte oder so. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Diese Richtung. Ah, wieder verkackt. Okay, ist hier... Oh, ich komme hier gar nicht zurück. Achso, war das Wasser mich? Okay. Nein, ich würde aber... Na gut, dann nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Das hauen wir... Komm. Brachte das jetzt mehr als sonst? Wer weiß das schon. Hier mal runter gucken. Ist da irgendwas? Nein. Da ist nichts. Ich habe gerade das Gefühl, eine ganze Menge zu übersehen. Ich weiß nicht, wie das kommt. Hier ist ein Wasserfall. Oh, hier sterbe ich. Kann ich... Sterbe ich hier? Nee. Aha, das hätte ich wahrscheinlich schon die ganze Zeit machen können. Na gut, ist er jetzt der fünfte oder auch der... Ne, zwei, na gut, nichts übersehen bisher. Sehr gut. Hier lang, ich muss mir kurz mal hier im Gesicht kratzen, so. Warum, was ist denn hier los? Ich muss hier rumschweben. Da hinten ist ein Typ, eine Art Frosch in seinem Baumhaus. Oh, ein Froschmensch mit Messer. Der kann mir gar nichts. Ich mache hier mal kurz mein Getränk auf, meinen Energy Drink. Einer Firma, deren Namen ich nicht weiter nennen möchte. Hm. So, Barbara. Jetzt gucken wir mal, was hier abgeht. Die Teile schnappen wir uns von oben. Ja, ja, ja. Und sehr schön. Bewachen die da unten irgendwas? Nee, ne? Der hat Stelzen, bringen wir auch nichts. Oh. So. Hier kommen wir runter und dann sterben wir. Au. Ach, das Ding frisst uns so richtig. Scheiße. Du bekommst eins drauf. Die Teile holen wir uns. Okay, gib mir das. Danke. Nein, weg, 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 weg. Ach du Scheiße. So, töten. Nehmen. Und... Nein, ich weiß nicht, wie ich hier hochkommen soll. Gottverdammte Scheiße. Okay. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, mir doch egal, in welcher Reihenfolge. Dann den Typen hier auf den Stelzen. Bam. Okay, jetzt. Nein. Ach, verdammt. Scheiß. So, du bekommst eins drauf. Die nehmen wir mit. Du. Ah, na schau mal an. Ich habe jetzt nicht wirklich irgendwas anderes gemacht als eben, aber dieses Mal klappt es. Na gut. Soll mir ganz recht sein. Du gehst hier weg von deinen ollen Stelzen. Oh, ich glaube, ich hätte den eben gebraucht, um da oben hochzukommen. Wahrscheinlich ist hier oben irgendeine coole Geheimecke. Obwohl, sieht nicht so aus. Na gut. Na gut, was ist das? Das Ding... Oh, okay. Aua, das war blöd und tat weh.
Kann ich hier noch irgendwo hin? Ja. Da ist ein Fußball. Ja. Ach so. Oh. Das ist cool. Barbara freut sich. Ach ja, Barbara. Eigentlich möchte ich gar nicht mit jemand anderes spielen. Ich bin aber gespannt, wie der nächste Charakter, den ich freispiele, aussieht, weil der erste war schon ziemlich cool. Nichts geht über Barbara. Bisher zumindest. Und der Name ist auch cool, Barbara. Oh. 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 Okay, hier lang, hier hoch. Da sind Looms. Lums. Jetzt kommt schon her. So. Da. Sehr theatralische Musik. Er hat ein Schild. Irgendwie hilft seinem Schild ihm aber nicht so wirklich irgendwas. Okay, warum fallen die runter? Hat er gerade ba-ba-da-ba-ba gesagt. Stirb. Tut er wirklich? Geil. Komm her, du stirbst trotzdem. Ach, du stirbst eh. Okay. So. Du hast ein Schild. Du hast Stelzen, die man nacheinander abreißen kann. Hier hoch. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier. Sehr gut. Wenn man die in der richtigen Reihenfolge mitnimmt, klingt es ein bisschen wie die Harry Potter Melodie, wenn irgendwas total mystisch ist. Oh, das war's schon. Ich habe einen Fall übersehen. Scheiße. Egal. Rein hier. Weiter geht's. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Haben wir Gold geschafft? Nee, ne? Nee, Loser. Scheiße, Loser. Ich bin ein Noob. 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 Erste Welt geschafft. 60? 61? Werden die verbraucht, wenn ich eigentlich... Nee. In der ersten Welt war doch irgendwas, das abhängig war von 60 von diesen Teilen. Und, ich frag mich, ob wir das mal testen sollten. Siehste wohl. Ah, okay. Das ist noch ein Charakter. Und das wird offenbar nicht verbraucht, sondern nur freigeschaltet. Nee, da habe ich Barbara her. Okay, und was ist das hier? Rescue Elysia. Na klar, Elysia. Klingt fast noch cooler als Barbara. Okay, Dungeon Chase. Ich bin so gespannt, wie Elysia aussieht. Bam. Okay, die Grafik, ich sag's euch. Ich könnte einfach hier sitzen und dieses Bild anschauen. Jeder Screenshot, also ich mach mal einen, ist Gold wert. Einfach. Brauche ich nicht so einen Frosch? Ja, da kommt er. Okay. Haha. Komm schon, Frosch, mach das auf. Ups, und ja, guter Anfang. GG. Well played. Nee, ich brauche das. Achso, ich muss das wahrscheinlich hauen. Wie komme ich... Was geht ab? Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Okay, ich muss mir hier erstmal mental drauf einstellen. Das hauen wir. Okay, dann mach das runter. Schneller. Nein. Oh, fuck. Das ist übrigens gutes Deutsch. Okay. Okay. Okay, das runter. Ja, schön. Darüber. Geil. Mach das. Ja, danke. Was ist das? Au, Auge! Dein Problem. Nein! Das Leben und Scheitern des Marcel Ws. Ups, ich habe die Taste nicht gedrückt. Gott, verdammte Dreckskacke. Okay, Kinder. Ist ja auch
Der Sprung ist zu weit. Ich bin nicht schuld, das Spiel ist scheiße. Scheiß Spiel. Ich will mein Geld zurück. So. Nein. Ach, oh, das Feuer hat mich. Nicht hoch machen, du Vollidiot. So. Okay. Dass ich auch immer den gleichen Fehler mache. Das war knapp. Hierüber, daran, hierüber, jetzt das runter machen. Danke. Das runter machen. Ihm auf den Kopf springen. Die Augen schlagen. Oh, 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 schneller. Danke. Schön. Das wird knapp. Geil. Haben wir. Runter. Auge. Ja. Weg. Weg. Nein, das war dumm. Und tot. Okay, gib mir das. Bring mich hier rüber. Danke. Das runter. Das da rüber. Und den hauen. Das wäre eleganter gegangen. Hier lang. Hier runter. Das Auge hauen. Ja, dem hauen wir eins drauf. Das geht runter. Das geht... Nein. Man muss eigentlich... Also man drückt halt immer... Und dann, wenn man nicht drücken darf, vergisst man, dass man nicht drücken darf. Und, nein, so. Okay, hier rüber. Mach das Auge kaputt. Los geht's, Frosch! Das runter. Okay, das nicht runter. Das runter. Da oben. Nein! Ach komm schon, Frosch, wir schaffen das. Das ist ganz cool. Also, ich meine, ich bin jetzt nicht wirklich frustriert, bin aber sau schlecht und trotzdem habe ich Spaß hier dran, weil einfach der Flow in diesen Leveln so geil ist. Wenn man es richtig macht, ist ja auch alles total leicht. Man muss nur im richtigen Moment die richtigen Tasten drücken, ist ja meistens so in Spielen. Stirb, du gehst runter. Wow, du bleibst oben, du gehst runter, du bleibst oben. Siehst du wohl. So. Was ist hier los? Das wäre knapp. Das wäre knapp. Oh. Du musst runter. Hier lang. Auge. Auge. Was ist los? Boah. Du stirbst. Alter. Oh. Ja. Das war ja was. Haben wir Gold? Nein, natürlich nicht. 10 oder so, die fehlen. Okay, aber dafür haben wir jetzt Elysia freigeschaltet, nehme ich an. Ich bin so gespannt, wie sie aussieht. Vermutlich wird sie Barbara ablösen. Okay, im Live-Chat. Oh, das ist doch Barbara mit grünen Haaren. The World Olympus Maximus. Teen is right, your help there. No thanks. Okay. Ich weiß nicht, ob ich Elysia möchte. Barbara war irgendwie... Also, war irgendwie rothaariger. Wie kann ich, da will ich hin. Oh, guck mal, ich habe hier ganz viele andere Aufträge gespielt. Das ist Rayman mit dem Ritterkram, das ist Teensy Ray und das ist Red Glowbox. Und wo habe ich Barbara? Barbara, ich vermisse dich. Hier. Na also. Was ist das? Oh. Okay, das ist Elysia. Ich verstehe. Okay, geht's weiter mit Barbara, die ist eh cooler. Ja, also an den Live-Chat, ich spiele mit einem Pad, das normale Xbox-Gamepad. Wäre auch, glaube ich, ohne ziemlich ätzend.
Die hier ist neu, ne? Ach, wir haben erst eine Welt hier geschafft. Aber guck mal, wir haben hier auch noch direkt. Okay, Live-Chat, ihr dürft aussuchen. Soll ich die Welt machen? The Winds of Strange, oder wie es heißt? Oder hier Aurora rescuen. Na? Na? Aurora? Winds of Strange. Aurora? Winds of Strange. Aurora? Links? Okay, jetzt haben wir, es sind zwei Menschen im Dings. Ach, hier, ich fange hier an, dann gehen wir da durch. Ich habe eh vor, ein bisschen länger zu spielen. Auf geht's. Ich hole mir hier dieses Herz. Bäm! Und dann holen wir uns gleich Aurora. Hoffentlich sieht sie nicht aus wie Barbara in Blau. Bäm! Bäm! Okay, Frosch, du stirbst. Nice. Aber ich habe da oben was übersehen. Da wird so ein Ding misshandelt. Das kann ich nicht gutheißen. Oh, Froschi, komm her. Mal rauf. Mmh. Ach du meine Güte, ich bin 12. So, was ist dein Problem? Okay. Die Musik. Ich bin gestorben übrigens. Ach so. Okay, Frosch, wir schaffen das. Ah, ist so witzig. Danke. Was machst du da? Hör auf. Ich kann die Musik ein bisschen lauter machen. Ich weiß nicht, ob ob man mich dann zu schlecht versteht, tatsächlich. Also im Live-Chat wird gesagt, dass, warum sag ich mal Live-Chat? Ich meine, was soll sonst für ein Chat sein? Ein aufgezeichneter Chat? Hier, ich mach das mal ein bisschen lauter. So. Hört man mich noch einigermaßen gut? Ja? Oh, ich kann jetzt die Dinger hier verkloppen. Du gehst mit deinem Messer sonst wohin. Wir wollen hier keine Gewalt. Was ist das? Ach so. Ich kann hier... Oh, ich hab da einen... Ich will dich! Ich will das da oben! Gib mir das! Ach so, hier. Hä? Komm! Sehr schön. Gute Arbeit, Barbara. Du bekommst eins drauf. Was macht er hier? Ach so, er wartet darauf, dass ich ihn... Ups. Flump. Was ist passiert? Warum hat er ein Messer? Ups. Die Geräusche. Okay. Was ist mit deinem... Was ist... Ups. Okay. Ich hätte ihn eigentlich kitzeln müssen. Ich habe ihn aber einfach totgeschlagen. Ohne gekitzelt. Gekitzelt ist für Mädchen. Barbara braucht kein Gekitzel. Oh, nein. Hau, hau, au, 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 au. Okay. Ich habe mein Herz verloren. Achso, das ist natürlich jetzt hier... gefährlich. Okay. Boom. Das war fies. Ich glaube, ich kann da... Nee, ich will hier unten hin. Oh, 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 oh. Hier kann ich bestimmt... Ja, hier. Schaut mich an, ich bin Rayman Pro-Gamer, Programmer. Bum, 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 bum. Bäm! Okay, ich würde schon gern hier hin. Mein Bein ist eingeschlafen. Schlechte Neuigkeiten. Mein Bein ist eingeschlafen. Was geht ab? Ah, ich verstehe. Ach du meine Güte. Okay. Ich will das. Danke. Gute Arbeit, Barbara. Schön. Danke.
Diese kleinen Dinger sind auch ein wenig lüsternd. Okay, hier rüber. Danke. Bam. Und los geht's. Ups. Flump. Was macht denn der da oben? Was ist denn sein Problem? Nein. Oh. Mein Bein tut so weh. Aua. So, wie kriegen wir es hier hin? Das war blöd. Komm her. Du kriegst eins drauf. Bam. So, befreit. Der Arme. Mein Bein kribbelt. Au. Hey. So. Au. Oh, das war aber jetzt eine sehr blöde Angelegenheit von dem Typen mit dem Messer. Au, au, au. So. Au, 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 au. Ach, verloren. Ich muss ja auch zwei Tasten drücken, die nicht so wirklich dafür gedacht sind, gleichzeitig benutzt zu werden. Er bringt sich auch beim zweiten Mal wieder selbst um. Sein gutes Recht. Du stirbst. Du wirst gekitzelt. Okay. Mein Bein geht wieder besser. Haben wir alle? Wir haben am Anfang einen offenbar übersehen. Naja. Da müssen wir da gemeinsam durch. Okidoki. Zumindest Gold geschafft. Vielleicht so ein bisschen Gold. Na, wieder nicht. Und wieder ganz knapp. Offenbar ist Gold echt für Menschen, die im Spiel schlecht sind. Eindeutig. Weil was anderes kann das gar nicht sein. Wie heißt die nochmal, die jetzt kommt? Aurora? Aurora. Ich bin sehr gespannt. Aurora. Nachdem Elysia eine herbe Enttäuschung war, schauen wir mal, ob Aurora mehr als eine andere Haarfarbe bietet. 600 feet under. In the air, hold A to glide. Okay. Das ist wie diese Challenge, die wir machten. Die Grafik. Okay, hier lang. Da hoch. Danke. Nein! Au! Okay, danke. Jetzt kriegen wir auch das Ding. Sehr schön. Like a boss. Okay, hier dürfen wir nicht dagegen hauen. Hoppa, hoppa, Gang. Oh, 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 oh. Okay. Nein! Okay. Ein Versuch war es wert, aber offenbar war es nicht so gedacht. Au. Ja, okay, haben wir. Danke. Dich kriegen wir. Oh, ja gut. Das war ja, also es ging. Aurora, mal schauen. Danke. 280. Naja. Naja. Aurora. Die kleine Suppenschüssel. Und? Geht's los? Wahrscheinlich ist es Barbara mit einem anderen Haarschnitt. Ist es nicht! Schau mal einer an! Ich habe das dritte Level of Awesomeness erreicht und es bringt mir 3000 Blooms. Die Kriegerprinzessin. Sie hat ein Schwert. Na, nehmen wir mal Aurora hier. Auch wenn ich Barbara optisch lieber netter und sympathischer fand. Müssen wir auch mal... Oh, hier. Yeah. Aha. Mhm. Yeah. Hier, Leute. Wollt ihr mal meine Skills sehen im Breakdancen? Macht ihr mit? Yeah. Seht ihr? Oh, yeah. Mhm. Yeah. Es ist wie diese Typen in der Fußgängerzone, die... Oh, ich habe neue Rubbelkarten, die Breakdancen und dafür Geld verlangen. Und Breakdance meine ich, sie zappeln ein wenig wild herum. Eine neue Kreatur. Schön. Die Dinger waren ja schon immer sehr beeindruckend. Wir machen das jetzt so lange weiter, bis wir keine Lucky Tickets mehr haben. Okay. Und ein Rayman Origins Level. Auch gut. Weiter geht's. Nice.
Noch eine Kreatur. Davon haben wir jetzt auch schon 4 oder 5 oder so. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Wir haben... noch so... Oh, guck mal, die machen auch Münzen. Cool. Ich dachte, die machen nur so einzelne Blumen. So wie er. Vielleicht, ach, wenn die länger da sind, machen die Münzen wahrscheinlich. Da kommt noch ein Toast. Aber das Toast hat einen Trichter auf dem Kopf. Verstehe das, wer will. Danke dafür. Danke. Vielen Dank. Cool. Okay. Na gut. Was bringen denn die Dinger da oben? Weiß das jemand mittlerweile? Also warum sollte ich überhaupt meine Anzahl Looms erhöhen? Hab ich auch nichts von. Toad Story. War ich hier schon drin? Nee. Das sagt doch dieses unglaublich auffällige rote Ausrufezeichen. Gib mir dein Herz. Danke. Wie heißt das? Castle in the Skies? Hier hoch. Cool. Oh. Oh. Hör auf damit. Was war hier noch? Ist hier noch irgendwas? Gib mir... Ah, ich wusste doch, dass hier irgendwo noch eine Überraschung steckt. Okay. Was ist euer Problem? Aha, ich verstehe. Das war eher knapp. Ich bin ein wenig in Verzug, offenbar. Hier hoch, schnell! Danke. Sehr gut, Elysia. Dir zumindest keine Zahnlücke. Aber sieht auch ein bisschen gemein aus, finde ich. Und ein bisschen wie, hier, auf, wie heißt denn dieser Film? Ihr wisst schon, der mit dem Typen, mit dem Gesicht, das in 2 Farben angemalt ist. Stirb! Danke. Hab ich Elysia gesagt? Dann ist es Aurora. Tut mir leid. Und nee, nicht Avatar. Avatar war nicht der Film, den ich meinte. Ich meine, Brave Warrior? Breathheart? Nee, Braveheart hieß es. Aber ja, stimmt. Die Grundidee stimmt. Braveheart. Hier rüber. Okay, Aurora. Komm, wir hauen den, wir nehmen den hier mit. Aurora. Elysia mag niemand. Wupp. Wupp. Nee, hier konnte ich bestimmt nach links. Oder auch nicht. Einen Versuch war es wert. Hier war aber was, oder? Hier war was. Da oben? Nee, das ist nur ein Wasserfall. Alles gut. Keine Panik. Entspannt euch. Ist nur ein Wasserfall. Oh, hi. Was versteckt dich denn hier hin? Was ist mit ihm los? Er duscht und stirbt beim Duschen. Harvey Dent, auch nicht schlecht. Hatte auch 2 Gesichter, aber die waren hier angemalt. Warum geht das? Achso, ich dachte, das geht zusammen und will mich töten. Ist hier unten irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay. Okay, neue Musik. Oh, wow, wow. Hör auf damit. Ich glaube, da muss ich einen Walljump hinlegen, der sich gewaschen hat. Okay, so. Danke dafür. Ich schwinge mich hier hoch und... Oh. Ist hier oben noch irgendwas? Natürlich ist hier noch was. Hi. Hi. So. Du stirbst. Aber netter Versuch. Okay, da glitzert was. Glitzern ist gut. Danke. Hier sterbe ich. Das war knapp. Das war sehr unauffällig. Was zur Hölle? Okay. Was ist das? Sind das Vögel?
Stachelvögel und wo ist mein... Ach, da ist mein Ziel. Okay. Tja. Ich kann nicht behaupten, dass ich hier einen guten Plan... Oh, Achtung! Na, das war ja nicht so schwer. Okay, kein Problem. Ach, ja, noch ein Kuss. Dann ist Schluss. Weil die Braut... Bäm, die auf die Fresse hauen muss. Komm her. Okay. Ja, komm, wir haben schon fast alle, außer den letzten. Nicht messern. So, ist doch nicht Counter-Strike hier. Spann dich mal. Nope. Ich muss hier offenbar runter, aber warum bin ich überhaupt hier... Okay. Hier lang. Hier glitzert's. Für dich denn... Ich würde schon gerne erst noch da oben schauen. Nicht, dass ich jetzt den letzten übersehe und dementsprechend keinen Topscore bekomme. Weil hier geht alles nur um den Topscore. Ich, wie gesagt, ESL, Rayman ESL, erste Liga, erste ESL. Warum kommt da was los? Ja, plötzlich wird's panisch. Plötzlich muss ich mir Mühe geben und mich beeilen. Ich dachte, da oben könnte ich rein. Okay. Ach, da ist er ja. Komm her. Ich will dich. Hör auf, wegzurennen. Danke. Oh, okay. Jetzt geht's hier hoch. Und eine fette Party, Breakdance. Yeah. Okay. Sieg. Sehr schön. Sehr schön. Speedrun, witzigerweise, schreibt Frufunger im Chat. Guck mal, habe ich Gold? Nee, habe ich nicht. Es gibt einige Levels, die quasi Speedrun-Qualitäten haben. Und ich glaube, darauf basieren auch einige von diesen Daily Challenges. Okay, rechts geht's natürlich jetzt ab. Da wird der Frosch angegriffen von irgendeinem großen Typen in der Nase. Castle in the Clouds. Altitude Quickness. Rein geht's. Oh, Herz, komm. Scheiße. Oh. Schau mal an. Hier ist ein Herz. Da ist eine Kiste. Das nehmen wir mit. Ach, komm, Frosch. Fliegender Frosch. Auf geht's. Komm. Freundchen. Cooler Kerl, der Frosch. So. Was geht ab? Hier kommt mir bekannt vor. War es nicht eben schon mal genauso? Flump. Hör auf! Ach, das ist der Typ, der in seinem komischen Gefährt abhaut, ne? Ja, so ein Arsch. Okay, dann wollen wir mal. Kitzel den. Töte den. Wie kommen wir da hoch? So. Danke. Das Mädel muss ein bisschen warten. Ach du Scheiße. Nein. Das war nicht annähernd knapp. Ich will das. Gib mir das. Wir schaffen das. Ich brauch das. So. Und während ich das mache... Oh, fuck. War gar nicht so schwer. Stirb! Ich hab nur ein Herz verloren, aber das Gute ist, er müsste mich doch gleich eh wieder knutschen, oder? Ja, sehr gut, danke. Danke, die Herzen sehen so glücklich aus. Okay, weiter geht's. Die Musik klingt ein bisschen wie in diesen ganzen schönen Filmen, die man so schaut. Ein bisschen wie in Brothers Bloom. Jetzt weiß ich nicht, woran ich denken muss, wenn ich das hier höre. Brothers Bloom, einer meiner Lieblingsfilme. Ganz hervorragend. Okay, danke. Hier hoch, dagegen.
Haben wir verpasst? Haben wir. Ups. Oh. Oh nicht, das war dumm. Oh, boah. Messerkampf. Tot. Okay. Da ist jemand mit dem Messer. Okay. So. So. Du stirbst. Was ist das hier? Eine Münze versteckt in deinem Blatt. Du hörst auf, den zu schlagen. Du stirbst und das Ding geht auf und ich gehe hier rein. Und wir haben... Oh, nein. Ah. Oh. 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 Wie soll ich denn rüberkommen? Okay, mit Gewalt. Das ist ein bisschen eng hier. Nein! Scheiße. Warum ist das gekommen? Was los? Achso, die Maus ging ins Bild. Nee, hm? Keine Ahnung. Okay. Ach du meine, ich bin ein wenig überfordert, deswegen rede ich so wenig. Hi. Okay. Ich will das. Danke. So, ihr blöden Geister. An euch vorbei. Das Ding hauen wir. Sehr gut. Du stirbst. Nein, du stirbst nicht. Wer ist sie eigentlich? Und was hat sie da eigentlich an? Achso, das ist nicht ihr Rock, das ist so ein Tau. Gute Arbeit. Yeah, you are free. Was war das denn? Okay, GG. Haben wir gefunden. Aber die Königin fehlt oder so. Hm. Immerhin. Und Gold? Gib mir Gold. Ein bisschen Gold. Nein, nicht annähernd. Kein bisschen Gold. Toad Story. Ich glaube, die ganzen Levels sind nach Filmen benannt, oder? 115 brauche ich für den nächsten Charakter. Und sieht auch wieder nur nach einem anderen, nach einer Aurora-Sache aus. Na, guck mal, da oben ist Aurora mit roten Haaren. When Toads Fly. Dich krieg ich, dich krieg ich. Komm, ach, blödes Scheißvieh. Okay, okay. Boom! Warum ist da ein Zauberer? Was kann ich machen? Aha. Okay, ich habe eine Superattacke. Gute Arbeit. Nein, natürlich können die plötzlich Feuer spucken. Ich will euch. Ist das aufregend? Dich, oh nein. Hier, komm, den Käfig, ich will den Käfig. Deine Stelzen sind im Arsch, Steine auch. Sehr gut. Wenn ich schlage, bleibe ich in der Luft stehen, glaube ich. Interessant. Das sind ein paar Pro-Gamer-Tipps, die ich euch ja mitgebe. Falls ihr auch, wie ich, in der ESL spielen wollt. Rayman Liga. Bin ich erster Platz. Ich arbeite auch gar nicht mehr, ich mache mein Geld mit Rayman. Tatsächlich. Also auf auch Wettbewerben. Und so, also wir haben so Weltmeisterschaften. Bin ich mal ganz vorne mit dabei. Und gewinne meistens auch. Außer wenn ich verliere, dann habe ich nicht gewonnen. Aber das ist ja auch die Natur der Sache. Dabei sein ist alles. Und gewinnen ist noch mehr. Das kennt man ja zum Beispiel von Wettrennen und Verstecken. Warum spielt man eigentlich so wenig Verstecken als halb erwachsene Person? Ich würde schon mal wieder gern Verstecken spielen. Vor allem ist es doch jetzt mittlerweile, also ich meine, es war auch als Kind total simpel. Mittlerweile können wir uns ja alle richtig gut verstecken. Und das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Und dann sucht man halt mal so einen Nachmittag. Das ist ein bisschen wie dieses Golf, dieses urbane Golf, wie es heißt, nur mit Verstecken. Ganze Stadt zählt. Und man kann überall suchen.
Man kann es sogar verbinden mit einer Schnitzeljagd und so Pfeile aufmalen. Sterbe ich hier? Nee. Was ist denn hier los? Ich will diese Pflanzen da töten. Hä? Warum komme ich nicht runter? So. Aha. Okay. Achso, ich dachte, ihr seid tot. Jetzt stirbst du. Komm. Und was ist der denn gestorben? Oh, hier glänzt was, Leute. Hier, da kommen so Typen raus. Kleine, lustige. Möp, möp. Oh, den krieg ich auch noch. Komm her. Gib mir all deine Innereien. Ja, danke. Schön. Gefühlt habe ich bisher zu wenig von diesen Typen mit den großen Nasen gefunden. Oh, so viel dazu. Okay. Okay. Was? Hä? Ach, meine Faust hat das erwischt. Na gut. Danke, danke. Energiefaust, danke für den Kuss und wir gehen hier weiter nach oben. Wir haben den König gefunden. Die Königin hätten wir offenbar irgendwie vorher finden müssen. Man kann nicht alles haben, ne? Ach so, ihn brauche ich. Gib mir deinen Hintern. Sehr gut. Du gehst drauf. Ist hier oben noch was? Zum Beispiel eine Münze. Und da links geht da bestimmt auch noch. Ja, siehst du wohl, ich kenne doch mein Level-Design. Boom. Okay, hier ist eine Pflanze drin, die ich nach wie vor nicht so recht verstanden habe. Okay, nicht. Ihr sterbt. Ach so, jetzt können die auch. Haben die schon immer schräg schießen können? Nee, ne? Komm schon. Au! Ach, verdammte Axt. Apropos Axt, ich vermisse die Axt von Barbara. Einfach durch. So. An was bin ich denn gerade gestorben? Ach, ich glaube, die Luft war zu Ende. Okay. Nee, die Luft war nicht zu Ende. Oh, okay. Einfach, ups, die fürs Feuer töten wir noch. Feuer mit Feuer bekämpfen. Oh, jetzt sterbe ich hier wahrscheinlich, weil ich nochmal zurückgeflogen bin. Jetzt. Eine Party nur für mich. Breakdance, Abschluss. Okay. Gute Arbeit. GG. Well played. Und Gold? Haben wir Gold? Natürlich haben wir nicht Gold. Wir haben nie Gold. Ach, ey. Okay. Toad Story. Yeah. 115 brauchen wir für den nächsten Charakter. Kriegen wir hin. Aber erstmal. Oh, ich finde super, dass die Enemies from another world invaded a painting you already visited. It created a new painting where you find new teensies to save. As you save more teensies, new invasion paintings will appear. Okay. Ach, hier. Jetzt gibt's. Die erste Welt, mal zwei oder so. How to shoot your dragon. Ach nee, ist gar nicht die erste. Okay. Schauen wir mal an, wa? Ach, jetzt aus der zweiten Welt, diese Krötenmonster sind jetzt in der ersten Welt, wo eigentlich immer nur diese Standarddinger waren aus. Save the teen. Okay. Ich habe also 40 Sekunden Zeit, um alle zu retten. Krieg ich hin. Speedrun! Die Musik. Hier, Alter. Du stirbst. Das tat weh und war blöd. Das war richtig blöd. Okay. Okay. Nice. Verzauber mich. Danke. Du gehst down.
Das war knapp. Oh, das war... Ach, hey, je. Der Start läuft ganz gut. Die hier missachte ich einfach. Ihm hau ich so eins drauf. Hier dann mittendurch. Er gibt mir sein Blessing. Hier auch einfach zwischendurch. Das hier wird ein bisschen knapp. Oh, ja, schön. Hier ist Feuer. Ach du Scheiße. Okay, kein Problem. Ist das... Oh, geschafft, wa? Alle drei. Geil. Aber auch sehr knapp. Cool. Hä? Ich will nicht nochmal. Lass mich in Ruhe. So wichtig ist mir mein Highscore auch nicht. Meine Güte. Habe ich jetzt irgendwas gewonnen? Mehr von diesen Dingern? Ja, nice. Okay, wie komme ich zurück in... Nö. Ich will hier in die Weltenübersicht. Main Gallery. Ach, wisst ihr noch, als ich Gold geschafft habe? Bei einigen Levels. Das war noch Zeiten. Okay, hier lang, haben wir. Brauchen wir noch ein bisschen was? Haben wir, nehmen wir. Oh, wir sind kurz vorm nächsten Endzeit-Game. Das heißt, das nächste Spiel, wo Musik im Hintergrund ist. Orchestral Chaos. Geil. Darauf freue ich mich sehr. Das war so gut beim letzten Mal. Dich haben wir. Armored Toad. Ach du Scheiße. Ja, auch langsam genug von dem Fliegeblödsinn. Okay. Nope. Danke. Auch das hier müsste der Endgegner sein, ne? Ja. Der letzte war schon nicht ohne. Hier hoch. Hier runter. Die sterben. Achso, er ist das. Okay, er muss noch sein Ding ölen. Ach du Scheiße. Okay. Was genau bekämpfen wir? Das Vieh. Was ist los? Was muss ich machen? Er hat offenbar hat er ein Schutzschild. Da ist er, ist weg. Oh, er ist halbnackt. Oh. Autsch. Ah! Er ist ganz nackt. Das war's schon? Nee, ne? Diese Rakete macht mich fertig. Super. Okay. Wir müssen die Raketen abschießen. Wenn ich ihn treffe, so, füllt er sein Oberteil. Das Ding brauche ich. Nicht geschafft. Die Raketen werden irgendwann zu Homing Missiles. Die hier sind Homing. Okay. Na Gott, verdammte Kackscheiße. Du stirbst. Deine Hose zumindest. Verschwinde mit deiner... Die Typen sind auch eher ätzend. Nein! Das ist sein Problem eigentlich. Ach, ich werde die Musik nicht so aufregen, wäre nicht so aufgeregt. Okay. Ich kann nicht erkennen, ab wann die Raketen Homing sind. Wahrscheinlich einfach nur in der zweiten Welle. Und warum Annie? Hey, doch, jetzt. So. Achso, die roten Raketen sind einfach Homing. Okay, krieg ich hin. Au! Weg mit der Hose. Verschwinde, du Vollidiot. Au! Ach, das war so unnötig. Okay, ganz vorsichtig. Es gibt gar keinen Grund, dass er überhaupt sein Schutzschild deaktiviert.
Hier, ein paar Skillshots. Hoch! Weg! Schon wieder das gleiche Problem! Fuck! Wo soll ich denn hin? Okay. Ich muss irgendwie links sein, wenn er von unten reingehüllt kommt. Ach ja, komm, hier, entspann dich, zieh deine Hose aus. Sehr schön. Das war dumm. Das wollte ich nicht. Okay. Ich hab grad echt an ihm vorbeigeschossen. Ich muss pipi. Ja, ist ja gut. Wie lange machen wir das? Okay. Ah, oh. Nein, 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 okay. Okay, jetzt aber. Dich, nein. Oh, verdammte Scheiße. Jetzt machen wir das hier wie ein echter Pro-Gamer. Wir gewinnen einfach. Denn Nicht-Pro-Gamer gewinnen nicht. Ich hingegen, in meiner Position als Pro-Gamer. Nein, nein. Oh. Verdammt, verdammt. Hose weg. Sehr gut. Oh. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was ich machen soll. Okay. Okay, Digga. Blöde Frosch. Wo ist eigentlich mein kleiner Frosch, Homie? Der kann den bestimmt kitzeln, bis er aufhört zu schießen. Gut. Okay, der Chat sagt nach oben rechts. Ich werde das mal testen. So, Hose ist weg. Ich gehe jetzt hier nach... siehst du? Au! Diese roten Dinger gehen ja auch nicht immer in die gleiche Ecke. Die gehen dahin, wo ich gerade bin. Es wird schon irgendeine Möglichkeit geben. Habt ihr gesehen, wie skillshottig ich gerade... Oh, jetzt habe ich seine... Oh. Oh, fuck. Na gut, ganz ruhig. Ganz ruhig. Erstmal einen Schluck nehmen. Tudada! Ja, da geht er down. War doch ganz leicht, kein Problem für mich als Pro-Gamer. Easy peasy, bisschen zu leicht eigentlich. Ja, nee, hätte schwerer sein können, Schaltspiel. Tja, Digga, da kommst nicht durch. Hättest vielleicht auch vom letzten Mal lernen sollen. Hier, ein Auge zu. Bam!
Ja, ich weiß, ich habe eins dieser Nasenviecher verpasst, aber man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Er fliegt offenbar immer ins gleiche Sternbild. Lass mich raten, zu einem roten Planeten, auf dem kleine Teufel sind, die in den Popopi-Sacken? Ja. Ach, sie machen das immer noch mit dem ersten. Okay. Das wird immer musikalischer. Cool. Das ist toll. Oh, ich. Achso. Okay, Feuerwerk. Cooler Tanz. Und jetzt kommen wir zum besten Level der Welt, nehme ich an. Ich bin so gespannt. Letztes Mal war es Black Betty. So wie ich mich kenne, werde ich das zweite Mal nicht erkennen. Oh, Gold. Alter. Okay. Seid gespannt? Ich bin es. Toad Story. Orchestral Chaos. Ich bin im vierten Level of Awesomeness. Das ist natürlich eine gute Sache. Nehme ich an. So. Ich bin gespannt. Los geht's. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Los geht's. Ich werde die Fresse halten. Vielleicht werde ich ab und zu kichern wie ein kleines Mädchen. Aber ich freue mich drauf. Viel Spaß. Es ist so gut. Mist. Huch, ich wusste nicht, was passiert. Nochmal. Nice. Geil. War aber nicht ganz so cool wie das andere. Also das aus der ersten Welt, aber trotzdem toll. Und es gab auch kein so cooles Finale. Aber hey. Gute Arbeit, ich. Schön. Schön, schön. Zweite Welt geschafft. You saved this world from nightmares. You really deserve these lucky tickets. These 5 lucky tickets. Im Chat wird gefragt, ob ich schon mal Beat Buddy gespielt habe. Nee, aber ich sah davon ein paar Videos. Und ganz nett, aber ich finde, das ist halt, das ist noch ein bisschen weniger, also das, da macht das Level eher die Musik. Und ist nicht, also das, da ist nicht, wenn du den Beat verpasst, hast du nicht, oh, das sieht aber auch ein bisschen sexuell aus. Ist nicht der Song quasi vorbei und hier ist es ja absolut darauf ausgelegt, dass du in dem richtigen Moment springst, ein bisschen wie Guitar Hero eigentlich. Was haben wir eigentlich? Ich will nochmal, bevor ich das hier beende, würde ich gern, wir gucken mal die heutige Challenge an zuerst. Hier, heute ist nämlich eine andere Challenge als gestern. Und was ist das hier? Weekly Challenge, die schauen wir mal an. Erstmal zu den Ubisoft-Servern connecten. Okay, ich habe noch keinen Score. Wir springen mal rein. Maßband ist da oben. Warum? Go as fast as you can. As far as you can. Okay. Ja. 46 Meter. You did it!
Ja, komm. Haben wir's? Gut. Siehst du wohl. Reicht ja auch. Okay, jetzt möchte ich noch einmal... Oh, Alter, wenn ich... Das wusste ich nicht. Guck mal. Wie cool ist das denn? Ich wüsste nicht, wann ich das bräuchte, aber es ist ein saucooler Move. Okay, raus hier. Jetzt möchte ich noch einmal in so ein Origin-Level und dann verabschiedige. Das sage ich jedes Mal. Jedes Mal sage ich verabschiedige. Als hätte ich so eine Sprachbehinderung. Verabschiedige. Bin ich bescheuert? Verabschiedige. Gibberish Jungle. Sind das einfach die Origins-Welten? So ganz? Mal schauen. Wenn es jetzt so eine Origins-Welt ist, spiele ich nicht zu Ende, aber dann weiß ich es zumindest. Denn das Spiel habe ich... Ja, ist tatsächlich einfach... Ja. Obwohl, offenbar mit leichten Anpassungen. Mal gucken. Ich weiß nicht. Es kommt mir bekannt vor. Oh, was war das denn? Habe ich gerade... Ich habe doch gerade mit Sicherheit... Sag gerade... Oh, hier. Wie mache ich das denn bewusst? Du stirbst. Achso, ich muss hier... Ja, nee, das ist tatsächlich einfach die Origins-Welten in leicht angepasst. Boom. Ja. Ganz nett, dass man im Prinzip dann auch noch Origins umsonst dazu bekommt. Obwohl man es also als Vorbestellung schon zu bekommen hat. Aber es das heißt ja, dass man nie wieder einen Grund hat, sich Rayman Origins zu kaufen, wenn es das hier einfach gibt. Gratis dazu. Du stirbst. Au. Okay, das machen wir noch kurz zu Ende und dann ist auch gut. Ich hab offenbar einen übersehen. Ich Noob. Achtung, hier, geiler Move. Nein, ich will das hier. Ist es auch... Tatsächlich, haben die einfach übernommen. Aber die Pflanzen da unten sind andere. Die haben echt jedes Level nochmal gemacht. Oh, jetzt sterbe ich. Bim, bim, bim. Ach komm, jetzt das Level muss vorbei sein, sonst mache ich mir die Hose. hier rein. Dich haben wir. Skill Jump. Ah, ja, hier ist kurz vor Ende. Das hier töten wir und du bekommst auch ein Schwert ins Auge. Und, ach meine Güte, wie lange brauchen die denn? Du und den anderen holen wir ab. Bam! GG. Einen habe ich übersehen. Was soll's. Macht der nichts. Zwei, glaube ich, sogar. Es dürfte auch nicht mal Gold sein. Nicht mal Gold. Ah, super. Aber ganz cool. Ganz cool, dass man hier offenbar echt nochmal alle anderen Welten hat. Zumindest wird einem nicht langweilig. Ich bin generell beeindruckt, wie viele Welten das sind und wie unterschiedlich die alle sind. Das ist so cool. Ach, und das... Ach, das zählt zu meinem... Okay. Ist ja blöd, dann muss ich im Prinzip das alte Spiel nochmal durchspielen. Na gut. Na gut. Ich bedanke mich...
dass ihr mir zugeschaut habt, als ich, achso, das ist das Alte. Ich wollte gerade nämlich den Namen der Welt sagen, habe vergessen, wie sie heißt. Kriegen wir hin. Als ich Toad Story durchgespielt habe, nächstes Mal, ich sag dann wieder auf Twitter Bescheid und so, geht's dann an Fiesta de los Muertos. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Oh, hierauf freue ich mich. Geil, Aliens. Was kommt noch so? Olympus Maximus. Sieht eklig aus. Und Living Dead Party. Schön. Also dann bis zum nächsten Mal, wenn Fiesta de los Muertos dran ist. Bis dann. Macht's gut. Tschüssi. Danke. Tschüss. Ja. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Ich muss hier den Knopf finden. So. Tschüss. Danke. Tschüss.